Und wir tauchen wieder ein in die Chiemgau-Arena zu Ruppolding, wo knapp 30.000 Zuschauer das erste Rennen erwarten. Und wir schauen hier in die erste Startreihe mit der Nummer 5, Tschechien. Veronika Witkova haben wir da gesehen. Und dann die deutsche Staffel rechts nebendran mit der Startläuferin Andrea Henkel, die 34-Jährige, die erfahrenste. Mit der 3 dann die Ukraine, Natalia Burdiga am Start. Als Startläuferin mit beiden starken Männern auch, Deri Semlia und Semenov. Dann eine der stärksten Konkurrenten heute, die russische Staffel, Olga Vilukina. Die Startläuferin, dann Olga Saitseva und hinten drauf Dmitri Malischko und Anton Schipulin. Und das locker fröhlich die Französin Marie-Laure Prunet. Sie führen im Weltcup, Jörn Wollschläger links und Rico Groß. Die beiden Trainer, Jörn Wollschläger ja mittlerweile in der Schweiz tätig. Und jetzt geht's hier los in Ruppolding. Der erste Startschuss dieser 53. WM. Die erste von insgesamt 11 Entscheidungen. Und keiner hat zu früh gezuckt. 27 Staffeln sind unterwegs. Andrea Henkel weit links oben, ein wenig verdeckt. Jetzt gilt es, möglichst schnell Tempo aufzunehmen. Zum ersten Mal vorbei vor dieser imposanten Kulisse. Sich weit vorne am besten zu platzieren, nicht da hinten einzufädeln. Ist ein wenig eingekesselt, Andrea Henkel. Und ganz vorne mit der 8 die Italienerin Michela Ponza. Hier mit der 2 Olga Vilukina, die Russin, die jetzt die Führungsarbeit übernimmt. Gleich dahinter die Slowakin Jana Gerekova. Und jetzt geht's raus zum ersten Mal auf die erste 2-Kilometer-Schleife, die es dreimal zu umrunden gilt bei 2 Schießeinlagen. Schauen wir nochmal auf diesen sauberen Start. Die ersten 30 Meter werden im Doppelstock zurückgelegt, bevor es dann in die Skating-Technik übergeht. Alles ist gut gegangen bis dahin. Jeder sucht jetzt seine Position im Feld. Weit vorne, das wäre gut. Zweite, dritte Position. Da gehst du den meisten Kampf aus dem Weg. Und hier sieht man, es verjüngt sich etwas. Natürlich dann in die Strecke hinein auf ungefähr 12 Meter. Im Schießstandbereich 9 Meter. Und hier sehen wir jetzt schon auf der Strecke das Teilnehmerfeld. Ja, und das sieht doch schon sehr flott aus, mit einem guten Tempo. Oftmals hat es dann in diesen Staffelwettbewerben ja so, dass es etwas gemütlicher angegangen wird. Und schauen Sie nach rechts mit der 20, Tora Berger, die sind aus der zweiten Startreihe gekommen. Ich habe es ja angesprochen, die Startnummer, die Athletinnen hier tragen, sind die Referenz aus dem Weltcup. Dieses hier ja auch ein Weltcuprennen, wie jedes WM-Rennen. Und da ist Norwegen eben nur auf dem 20. Platz, weil sie ein Rennen schlicht ausgelassen haben. Aber sie ist schon ganz vorne und da haben wir Andrea Henkel, die doch ein wenig sich weiter hinten einreihen muss. Und wie vorhin prognostiziert, Tora Berger wird das Tempo hochhalten. Sie wird jetzt gleich mal das Feld gehörig durcheinander rütteln wollen, um wirklich Druck auszuüben. Auch natürlich auf unsere deutsche Mannschaft. Denn wenn Andrea Henkel Fehler macht, dann ist das Team in Zugzwang. Dann muss Magdalena Neuner alles wieder aufbieten und insofern ist das schon die richtige Variante, die Taktik aus Sicht der Norweger. Da haben wir Andrea Henkel kurz vorbeigerutscht. Für Schweden ist Anna-Maria Nilsson unterwegs als Startläuferin. Tora Berger, da hinten Jana Gerekova und dahinter dann die Französin Marie-Laure Prunet. Die Norweger ja im vergangenen Jahr ein Hantimansisk-Sieger, die Weltmeister, die Titelverteidiger, wenn man so will. Deutsche Mannschaft, seinerzeit Zweite mit der Startläuferin Andrea Henkel. Und mit der zweiten Läuferin Magdalena Neuner. Hier haben wir Andrea Henkel bei ihren 13. Weltmeisterschaften an diesen Anstieg jetzt hier hinauf. Und sie hat sich nach vorne gearbeitet. Hat vielleicht etwas übersehen, verschlafen am Anfang, aber hat jetzt wirklich hellwach reagiert und gesagt, ich muss jetzt da vorne mitlaufen, ich kann mich nicht im Feld verstecken, ich muss mit den Ersten an den Schießstand kommen, um nicht gleich in Zugzwang zu kommen, macht sie sehr gut bis hierhin.
Ja, kurz Rico Groß haben wir da gehört. Hier von oben schön mal zu sehen, diesen Ziehharmonika-Effekt. Vorher noch weit auseinandergezogen, das Feld der 27 Staffeln. Und wenn es dann eben bergan geht, dann schiebt sich das ein wenig zusammen. Kein Problem für Andrea Henkel, die sich da clever schon vorher vorbeigelaufen hat. In eine günstigere Position, jetzt schon auf Position 3. Diese Kehrtwende hier, auch so eine kleine Besonderheit in der Strecke. Ganz enge Kurve, ansonsten ja breite Trasse. Ja, Fritz Fischer hat gesagt, ist so ein bisschen eine Achterbahn. Man muss immer hellwach sein, immer auf Zug laufen, um nicht zu viel Tempo und damit Zeit liegen zu lassen. Und Tora Berger unnachahmlich immer wieder mit dieser tiefen Haltung des Oberkörpers hier vorneweg das Tempo bestimmt. Es ist hier das 8. WM-Rennen einer Mixed-Staffel. Seit 2005 ja im Programm, wie gesehen in unserem Vorbericht, in unserem kleinen Rückblick. 2014 wird es zum ersten Mal auch olympische Disziplin sein, dann in Sochi. Magdalena Neuner, die das Ganze hier auf einer von 9 Videowänden beobachten kann, die hier im Stadion verteilt sind. Natürlich auch viele Zuschauer draußen an der Strecke, die das Renngeschehen dort beobachten. 26.000 ist die offizielle Zahl für diesen Auftakt bei diesen Bedingungen. Und jetzt geht es hier zum ersten Mal hinein. Die ersten 2 Kilometer sind absolviert und jetzt rein in diese Stimmung. Und da wird das Herz hier noch ein wenig höher schlagen, obwohl ja jetzt der Puls ein wenig runtergefahren werden muss. Erste Konzentration aufnehmen. Jede Staffel übernimmt die Bahn, deren Nummer sie trägt. Also Tora Berger ganz früh abgebogen auf die Bahn 20 und Andrea Henkel auf die 4. Kann damit Tora Berger auch einen frühen Start machen, also früh beginnen mit dem Schießen, wird den ersten Schuss setzen. Drei Treffer, 4 Treffer schon für Norwegen und Norwegen ist fertig. Also sehr schnell, sehr viel Risiko bei Tora Berger. Fehler für Andrea Henkel. Auch Frankreich ist durch. Marie-Laure Brunet. Andrea Henkel muss 2-mal nachladen. Kostet jeweils so etwa 10 Sekunden. Eine noch. Ja, damit ist es geschafft. Jetzt hinterher, die Uhr läuft gegen sie momentan. Hier haben sie den Weg, den sie absolvieren muss, bis zu diesem rechts, diesem roten Banner. Dort ist die Zeitnahme dann für Andrea Henkel. Also 25, 26 Sekunden sind es. 26,7, um genau zu sein, die Andrea Henkel jetzt hinterherläuft. In Führung also die Französin. Von Norwegen, Rumänien, die Slowakei, da haben wir das Bild. Konnte also Marie-Laure Brunet den kürzeren Weg, weil sie war ja auch auf einer der vorderen Matten, hat gleich alle 5 getroffen, den kürzeren Weg gegenüber Tora Berger nutzen, hat sich zunächst an die Spitze gesetzt und hier haben wir das Bild von ihr. Sehr schön zu sehen, auf die frisch beschossene, frisch gestrichene Scheibe. Alles relativ sicher der letzte etwas aus der Optik vielleicht auch rechts. Wunderbar. Und auch Tora Berger, sehr schnell hat sie geschossen, musste allerdings eben den weiten Weg wählen. Und hier sehen wir Randtreffer hoch für Andrea Henkel. Randtreffer links, großes Trefferbild. Fehler rechts hoch, sehr großes Trefferbild für die Andrea. Links hoch, das ist also dieser Druck, den man schon verspürt. Das hat nichts mit dem Wind zu tun. Nein. Das hat nichts mit Können zu tun. Das ist dieser Druck, als Heimmannschaft hier vor diesem Publikum schießen zu müssen. Aber sie bleibt ruhig bei diesen Bewegungen und trifft ja dann auch mit den beiden Nachladern. Hat sie sehr gut absolviert. Andrea Henkel. Ja, wir haben es gesehen, ein großes Trefferbild. Ja, da war sie nervös. Das kann man so jetzt mal feststellen. Und das hat auch sie gesehen, also die deutsche Staffel ein wenig in der Defensive. Wir sind gleich zurück. Jedes Wetter zu jeder Zeit. Willkommen in X-Drive Mountain, dem Ort mit den extremsten Wetterbedingungen der Welt.
Hier gibt es Regen, Schnee, Eis, Hagel und manchmal alles zusammen. Doch zum Glück gibt es X-Drive, das intelligente Allradsystem von BMW. Und heute sehen wir nur noch im Museum, wie man früher versucht hat, das Wetter zu meistern. X-Drive, das intelligente Allradsystem von BMW. Jetzt in über 50 Modellen. Zur Falfi, ja, ist natürlich auch die stärkste, ne? Tschechien, oder? Slowakei. Und wir sind zurück, hier vorne nach wie vor in Führung, aber da ist schon die Attacke von Tora Berger hier am Anstieg gegen Marilor Brunet. Also gleich Spannung hier, gleich richtig Dampf im ersten Rennen. Das sieht man schon, hier geht's um richtig was, hier geht's um nichts Geringeres als die WM. Also ganz stark, wie wir es erwartet haben, Tora Berger und Herbert, wie du es angekündigt hast, sie wird hier das Tempo hochhalten. Und das macht sie auch. Gerekova für die Slowakei, dann die Rumänin Tofalfi, die Beste im Quartett der Rumänen, so gesetzt, dass sie möglichst lange mithalten. Und da haben wir Andrea Henkel gleich bei dieser Zeitnahme. 27 Sekunden war der Rückstand knapp, ja. Jetzt 24,0, aber auf Berger. Ja. Hat sie gut 2 Sekunden aufholen können. Na, hektische Betriebsamkeit bei den Trainern in der Betreuerzone. Und die Französin hält mit. Marie-Laure Brunet hängt sich da an die Lokomotive aus Norwegen, an Tora Berger. Die Norweger bislang 4 Medaillen in der Mixed-Staffel gewonnen und sie, Tora Berger, war an allen beteiligt, war jedes Mal mit im Rennen. Auch beim Gewinn der Goldmedaille, also im vergangenen Jahr. Deutsche Staffel zum ersten Mal in dieser Saison. Es ist ja das 3. Mixed-Staffel-Rennen des Jahres und auch schon das letzte, also hier geht es auch, ich habe es angesprochen, um den Weltcupsieg in dieser Disziplin und die Deutschen, das deutsche Quartett zum ersten Mal in Bestbesetzung. Conti Olachti haben ja viele verzichtet auf diesen Weltcuport, um sich zu schonen, nicht noch krank zu werden vor der Heim-WM. 23 auf die Spitze, Platz 10, over. Also das wäre noch ein Sekündchen weniger, eins hätte sie noch mal aufgeholt. Ja, jetzt muss sie darauf achten, dass sie nicht überzieht, dass sie nicht zu viel will, auch am Schießstand. Nicht versuchen, schnell um jeden Preis zu schießen, nur wenn man sich sicher fühlt. Einfach jetzt versuchen, mit 5 Schuss zu treffen, damit ich nicht noch weiter in den Rückstand komme. Und hier kommen sie diese große Fläche hinüber zum 2. Schießen im stehenden Anschlag. Schon wieder zurück. Daran erkennt man gut die kürzeste Runde, die es gibt. Daja Domracheva, für Weißrussland gleich wird sie in die Spur gehen. Und jetzt darf Tora Berger natürlich ganz vorne stehen. Und das ist die Unterstützung der 16.000 für die einkommende Andrea Henkel. Fehler Frankreich. Ganz stark, muss man sagen. Kompliment an Tora Berger, die legt hier eine gute Basis. Schauen Sie, wie viele Scheiben hier stehen bleiben. Und die Norwegerin eiskalt, alles abgeräumt. Jetzt Daumen drücken, Andrea Henkel. Fehler auch bei ihr. Tora Berger. Eine der ganz wenigen, auch die Russin Vilukina, die gleich alle 5 Scheiben hat treffen können. Und Andrea Henkel hat es mit dem einen Nachlader erledigt. Aber der Rückstand natürlich sich jetzt wieder vergrößert. Da Tora Berger, die jetzt mit 11,7 Sekunden in Führung liegt vor der Französin Brunet. Gefolgt dann von der Staffel Tschechiens in Person von Veronika Witkowa. Andrea Henkel, 7. Platz, 36,4 Sekunden. Tora Berger hat das gemacht, was sie perfekt kann. Ein schnelles Stehenschießen hinzaubern. Wirklich sehr gut. Hier sieht man 0 Fehler, 0 Nachlader bisher liegend, 0,5 stehend, 0,5. Besser geht's nicht. Und das, ich habe es angesprochen, haben sonst auch nur noch die Russinnen geschafft. Mit Olga Vilukina, der 23-Jährigen. Tja, und fast in den Liegendbereich. Hier der letzte rechts tief. Schneller und besser kannst du gar nicht schießen. Tja, und das wird natürlich entsprechend hier bejubelt bei den Betreuern der Norweger.
Und Tora ist ja eine Athletin der letzten Runde. Da kann sie auch noch die ein oder andere Sekunde gut machen. Vorteil Norwegen, ganz absolut klar. Die aus der 20. Position heraus gleich nach vorne geschossen ist, Tora Berger. Also klar zu erkennen, diese Taktik hier das Feld ordentlich aufzumischen, gleich mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Schön hier zu sehen, diesen Einstellungen, wie es dahin geht, wie schnell. Und hier wird noch vorbereitet. Es ist in diesem Fall der linke Oberschenkel von Magdalena Neuner, von Andreas Böhme, dem einen der Physiotherapeuten, der sich hier um das Wohl der Athleten kümmert. Und Tora Berger raus da in den Schatten, hier unterm Zirnberg in der Chiemgau Arena. Und die zweiten Starterinnen machen sich bereit, gehen jetzt so langsam zum Wechselbereich, zur Wechselzone. Ja, in den ersten Jahren wurde Disziplin Mixed-Staffel doch ein wenig belächelt. Da hat man oft den Nachwuchssportlern eine Chance gegeben. Aber die Top-Läufer haben doch eher ein bisschen mit der Nase gerümpft. Mittlerweile hat sich diese Disziplin sehr gut integriert in den Kalender. Wird angenommen, ist eine Medaille wie alle anderen auch, sagt Arndt Peiffer. Das muss man schon ernst nehmen und bei der Leistungsdichte sind das immer wieder hart umkämpfte Rennen. Französin oder die französische Mixstaffel in Führung liegend in der Saisonwertung. Deshalb tragen sie die Eins und es geht ja, ich habe es angesprochen, hier ein wenig auch um den Weltcupsieg. Andrea Henkel soeben an der russischen Athletin vorbeigezogen. Der Rückstand war ja 36,4 Sekunden von Andrea. Ja, wie vermutet, ja, Berger macht ein paar Sekunden gut. Macht Dampf da vorne weg. Oh, oh, oh. Richtig so, die erfahrenste der Athletinnen aus norwegischer Sicht da davon ganz vorne hinzusetzen. Und die können wir nochmal in einer Studie sehen. Den Anstieg. Als sie hier an dieser Stelle vorbeigegangen ist, an Olga Vilukina. Mit der 11, die Finnin Kaisa Mäkeräinen. Also auch dort die stärkste vorneweg. Aus dem gesamten Quartett, muss man sagen. Und Magdalena Neuner, die wird es gleich zu tun bekommen mit Marie-Dorin Aberg und mit Synnøve Solemdal aus Norwegen. Die Norweger also wechseln hier vor der imposanten Kulisse. Und das ist das Schöne, auch sie wird gefeiert. Also Führung für Norwegen beim ersten Wechsel nach einem unglaublich souveränen Auftritt von Tora Berger. Sowohl läuferisch von Beginn an explosiv. Sehr dynamisch das Rennen angegangen, fehlerfrei am Schießstand. Nicht einen Nachlader hat sie gebraucht. Und jetzt hier im Ziel, klare Führung für Norwegen. Synnøve Solemdal, die junge 22-Jährige, macht sich auf den Weg. Und dann im neuen Rennanzug, extra für diese WM, die Französinnen. Sie wechseln als Zweite. Marie-Laure Brunet übergibt gleich an Marie-Dorin Aberg. Das Ganze, das kennen Sie. Durch einen kurzen Kontakt und los geht's, genau, für die zweite Französin, für Marie-Dorin Aberg. Mit der Startnummer 6 für die Slowakei, Jana Gerekova. Und da kommt jetzt keine geringere als Anastasia Kuzmina ins Rennen. Dann für Finnland wechselt Kaisa Mäkeräinen auf Mari Laukkanen. Und das ist der frenetisch gefeierte Wechsel der deutschen Staffel. Von Andrea Henkel auf Magdalena Neuner, die das Ganze beobachtet hat und genau weiß, was jetzt hier Sache ist und was sie hier zeigen muss. Der Rückstand ist enorm, 46 Sekunden. Das wird sehr schwer aufzuholen. Und 10 Sekunden hat Andrea noch mal fassen müssen gegen Tora Berger, die hier, ich habe es ja schon gesagt, ein wirklich perfektes Rennen hingelegt hat. Ein Einstand nach Maß. Ja, und Andrea Henkel hier im Zielbereich
Ah, und bei den Norwegern ja eben mit den Herren Bjørndalen und Svensson auch noch zwei ganz starke, die da gegen Andreas Birnbacher und Arne Pfeiffer unterwegs sein werden. Also die Karten sind aufgedeckt in diesem ersten Rennen. Norwegen führt hier souverän, knappe halbe Minute für Frankreich, dann die Slowakei. Die deutsche Mannschaft, das deutsche Quartett mit den drei Nachladern zurückgefallen auf den sechsten Platz. Andrea Henkel, der Auftrag an Magdalena Neuner, die vier wieder vorne ranzubringen. Jetzt will sie natürlich schnell laufen, Magdalena Neuner, versuchen den Rückstand aufzuholen. Da sollte sie jetzt versuchen, zwar schon zügig zu laufen, aber nicht gleich alles in die erste Runde zu legen. Sie kann hervorragend liegend schießen, sehr schnell liegend schießen, das wissen wir. Das ist ihre Stärke. Und wenn sie jetzt gegen Solemdahl 15 Sekunden gut machen könnte, 10 vielleicht auf der ersten Runde, dann ist das schon in Ordnung. Solemdahl, ja auch eine sehr schnelle Läuferin, die ab und an ein wenig Probleme dann eher am Schießstand hat, aber auf den Skiern zu den schnellsten gehört. Hier auch, schauen Sie, fast zu schnell noch für die Kameras. Magdalena Neuner, die sich hier ranpirscht an die Ersten, die da vor ihr laufen. Mit der Startnummer 5, Tschechien. Da ist jetzt Barbora Tomesova unterwegs. Und das ist die Spitze, das ist die Führende. Synnøve Solemdahl. Sechsmal schon unter den besten 10 gewesen in diesem Jahr in den Weltcuprennen. Das Podest allerdings ist hier momentan noch verwehrt geblieben. Aber heute sieht es bislang sehr gut aus. Ja. Marie-Laure Brunet haben wir gesehen und hier die Attacke von Magdalena Neuner, die da rausgetreten ist, vorbei an der Finnin. Und jetzt Barbora Tomesova angreift in diesem Anstieg. Hat sie jetzt dann Rang 4 wieder eingenommen, wenn sie die beiden überholt hat. Also alles auf Anfang quasi, allerdings mit Rückstand. Ja. Es waren 46,3 Sekunden nach dem, oder beim Wechsel. Da siehst du, Solemdahl, eine schnelle Läuferin. Also ein paar Plätzchen gut gemacht. Magdalena Neuner und vor ihr jetzt Anastasia Kuzmina. Auch nicht eben eine langsame Läuferin, das wäre das nächste Ziel, sich ranzurobben. Aber gleich wird dann zum ersten Mal geschossen, auch für die zweiten Starterinnen. Die deutschen Mixed-Staffeln in den letzten Jahren die erfolgreichsten. Als einzige Nation 5 Medaillen gewonnen, zweimal schon Gold. 2008 und auch 2010. Und jedes Mal war Magdalena Neuner dabei, eben auf jener zweiten Position. Da haben wir sie. Ganz selbstbewusst hier unterwegs. In dieser Woche schon in Ruppolding. Und sie sagt, das ist hier überhaupt nicht mein Abschied. Ich will schon noch meine Saison zu Ende laufen. Jawohl, klasse so. Abflug, bitte, Lena, auf geht's. Haben wir noch mal kurz Rico Groß gehört. Die große Abschiedsparty, die soll dann in Hantimansicht steigen. Am liebsten mit dem Gesamtsieg im Weltcup. Und die Norwegerin ist hier am Schießstand. Der Druck natürlich für so eine junge Athletin, ich habe es gesagt, 22 Jahre alt, vor dieser Kulisse enorm. Fehler, einmal muss sie nachladen und Sie haben sicher gehört an dem aufbrandenden Jubel im Hintergrund, Magdalena Neuner in der Nähe, da hinten sehen wir sie kommen und Solemdahl hat auch die letzte Scheibe umgelegt, bevor Magdalena Neuner überhaupt begonnen hat. Französin. Ja, ganz starke Schützinnen auch aus Frankreich. Kuzmina muss nachladen und Magdalena Neuner trifft.
fast alle fünf Scheiben. Ja, und damit ist die fünfte gefallen. Versteinert das Gesicht, haben wir gesehen, von Uwe Müßiggang. Also der ein oder andere Nachlader zu viel für die deutsche Mannschaft. Schauen wir mal hin, dritter Platz jetzt schon für Magdalena Neuner. Vorbei also an Kusmina, 35,8 Sekunden der Rückstand. 10 Sekunden auf der ersten Runde, wie erhofft. Also dass sie nicht zu schnell angeht, die Magdalena. Aber wir schauen auf die Russen, die Saitseva, Olga Saitseva, auch fehlerfrei geblieben. Die müssen wir auch noch immer im Blick haben. Die sind auch sehr stark. Ja, das Feld hat sich in etwa so jetzt positioniert, wie wir es vorausgesagt haben. Das sind eigentlich die überragenden Staffeln, die Favoritinnen aus Norwegen, aus Frankreich, die deutsche Mannschaft und auch die russische. Wir haben es auch angesprochen, dass ja oftmals eine Überraschung drin ist, gerade in dieser Mixed-Staffel, wenn denn die Nationen zwei gute Frauen haben und zwei gute Männer. Viele sind ja nicht so breit aufgestellt wie eben die hier führenden Staffeln. Und da kommt es schon hier und da mal zur Überraschung. Aber hier läuft alles nach Plan. Norwegen führt, naja, nicht ganz nach Plan. Deutschland auf dem dritten Rang. Hinter Frankreich, Russland auf dem vierten Platz. Alle binnen 41 Sekunden. Also das bleibt hier richtig spannend. Magdalena Neuner, ihr Trefferbild, hat das Quartett zurückgeführt auf einen Podestrang. Da hat sie Glück beim fünften, ganz knapp. Randtreffer links. Der Fehler, wir haben es gesehen, rechts tief, aber schnell nachgeladen, gut gemacht. Ja, ein wenig hat sie riskiert. Sie ist ja, wie gesagt, eine sehr gute Liegenschützin und da darf man auch riskieren. Wind an dieser Anzeige 0, wenngleich im Schießstand die Fähnchen schon immer ein wenig wehen. Ja, und wir können mal hören, wie es Andrea Henkel ergangen ist. Sie hat den Weg gefunden zu Nils, bitte. Ja, bei dem schönen Wetter dauert es umziehen nicht ganz so lange. Andrea Henkel ist da. Sie haben gesagt, Sie wollen viel Spaß haben, vor allen Dingen bei dieser WM. Das ist wichtig. Wie sehr trüben die Nachlader das Vergnügen? Ja, also so richtig zufrieden bin ich jetzt natürlich nicht. Ich fand es gut, dass die Lena jetzt erstmal wieder auf Platz 3 vorgelaufen ist. Und ja, das war jetzt nicht das, was ich mir vorgenommen hat am Schießstand. Ist das denn ein Fehler im Bewegungsablauf oder hat das vor allen Dingen mit der Aufregung zu tun? Ja, heute war ich tatsächlich mal ein bisschen aufgeregt. Das kann ich jetzt von mir jetzt nicht so, wie es heute war. Vielleicht hat das auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Aber es war auch sehr hell am Schießstand. Also wir hatten es am Anschießen zwar auch schon, nur im Wettkampf. Habe ich schon gemerkt, dass es ganz schön hell ist, wie es von hinten reinscheint. Hätte ich vielleicht mal nur die Variante von der Tora wählen sollen mit diesen Pappdingen am Auge. Ja, dass die Sonne ein bisschen weggehalten wird. Was trauen Sie denn der deutschen Staffel jetzt noch zu? Ja, auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Wir hoffen natürlich alle auf eine Medaille und dann gucken wir mal, ob wir das schaffen und wenn, dann welche. Sind wir gespannt. Vielen Dank. Ja, und natürlich trauen wir der deutschen Staffel noch alles zu. Da sind wir nicht so pessimistisch. Magdalena Neuner sieht hier die Französin schon vor sich. Schauen wir auf die Uhr. Gut, 35 Sekunden waren es. Komm, auf geht's. Ja, genau so. Nicht schlammern arbeiten. Jetzt schön konzentriert bleiben. Komm, aber auf geht's. Und nochmal richtig reinschieben. Und ransaugen an die nächste Gegnerin. Ja, und nochmal kurz zu Andrea Henkel. Da hat sich das gezeigt, was wir beim Anschießen beobachtet haben. Sie war die meisten Schüsse abgegeben hat, immer nochmal wiedergekommen ist. Und offensichtlich lag es wirklich an dieser leichten Nervosität, die sie so gar nicht von sich kannte. Das Trefferbild gerade liegend war relativ groß. Es war jetzt wirklich mal schön, dass man auch Rückschlüsse ziehen kann. Wie ist es schon vorher? Wie präsentieren sich die Athletinnen beim Anschießen? Und das ist ganz klar, also es ist immer etwas Besonderes, eine WM. Und hier sehen wir, optisch täuscht das vielleicht noch, beide ganz hervorragende Stehenschützinnen. In dieser Perspektive nicht immer genau abzuschätzen. Ja, und wenn wir vom großen Trefferbild reden, dann heißt das, die Schüsse liegen weit auseinander und nicht so eng. Klasse so, auf geht's, hover. Lena, das ist nur noch eine halbe Minute nach ganz vorne, eine halbe Minute auf eins. Super, komm, auf geht's. Ja, und er treibt sie und sollte sie nicht zu viel treiben. Einmal wird noch geschossen im stehenden Anschlag. Das Gefühl müssen sie selbst entwickeln und zurück schon wieder in der Sonne. Synnøve Solemdal, die Norwegerin. Viele norwegische Fahnen sehen wir immer wieder im Weltcup und auch hier bei dieser Weltmeisterschaft der Mixed-Staffel in Ruhpolding. Bislang die deutsche Mannschaft in der Saison bei den beiden Rennen zweimal Fünfte, aber ich habe es angesprochen,
heute zum ersten Mal in Bestbesetzung unterwegs. Schauen wir auf die Norwegerin. Vorhin hat sie einen Nachlader gebraucht. Und Magdalena Neuner, die heizt hier die Stimmung erneut an und erhöht damit vielleicht ein wenig den Druck auf die junge Norwegerin. Zweimal nachladen. Jetzt können wir wetten. Jetzt treffen, das ist die Chance. Frankreich, die beste Stehenschützin der Dreien, die hier stehen. Ja, Marie-Dorin-Aber nutzt das Ganze hier, geht in Führung. Führung für Frankreich. Ein Nachlader braucht Magdalena Neuner schon. Ja, und schießt wahnsinnig schnell die letzten. Ja, die riskiert jetzt richtig was. Völlig zu Recht. Solendal hat gekämpft. Oh, ist jetzt weg. Ruhig, ganz ruhig. Ja, sehr gut. Und der Weg ist nicht allzu weit. Bin sehr gespannt. Magdalena Neuner, der Weg ist frei. Die letzten 2 Kilometer in Vollgas. Mal gucken, wo es hingeht, ob sie sich daran laufen kann. 8 Sekunden sind's auf Solemdahl. 21,7 auf die Französin. Ja, auf die Norwegerin kann sie vielleicht auflaufen, obwohl die auch sehr stark läuft. Auf die Französin, das ist weit, auf 2 Kilometer, 21 Sekunden. Fast nicht machbar, auch nicht für eine Magdalena Neuner. Beim Schießstand haben wir kurz gesehen, da ja Domracheva für die Weißrussen unterwegs. Hier haben wir sie mit der Startnummer 10 als zweite Läuferin. Silber gewonnen 2008 mit der Mixstaffel. Schauen wir hin. Und vor allen Dingen die Schüsse 2, 3, 4 und 5. Ganz schnell. Schau hin, wie schnell sie da schießt. Und hat sie ja alle getroffen. Nur der nächste Nachlader ist wieder daneben gegangen. Also es war sehr gut, was sie hier gemacht hat, wie sie das Risiko gewählt hat. Schade, dass der jetzt daneben gegangen ist. Aber wirklich eine tolle, schnelle, risikoreiche. Das muss sie auch machen. Schießeinlage. Toll. Das ist auch Ausdruck dieses Selbstbewusstseins. Oh, hier haben wir Frank Ulrich. Schauen Sie, der langjährige Bundestrainer der Männer. Mit Martin Löchle, dem DSV Sportwart, dem Delegationsleiter. Und Arndt Pfeiffer, der das Ganze noch in Gelassenheit sich anschauen kann. Ja, ich wollte sagen, Magdalena Neuner zeigt da ihre ganze Souveränität. Dieses nochmal beschleunigen während des Schießens, sich sicher sein, aufs Risiko zu gehen. Frankreich also vor Norwegen und Deutschland. Die Slowakei auf dem 4. Rang. Russland zurückgefallen auf den 5. Platz. Da gab es 2 Nachlader durch Olga Saltseva. Und jetzt wird sie getragen hier entlang dieser Zuschauer draußen. 16 im Stadion, bis zu 12.000 und auf der Strecke. Die Norwegerin ist in Reichweite. Boah, stark. Ja, ganz stark. Schon sehr schnell dran an der Norwegerin. Magdalena Neuner. Ist einfach auch ein kleiner Vorteil, wenn man den Gegner sieht. Jetzt wird es auch wieder etwas angenehmer zu laufen. Im Schatten ist es etwas schneller. In der Sonne ist es etwas stumpfer, sagen wir, langsamer. Und jetzt hat sie sie. Sie geht gleich raus, geht gleich rechts vorbei. Das wird hier rund um die Strecke beobachtet. Auf vielen Leinwänden. Und jetzt gilt es nur noch anzutreiben. Vorbei an der Norwegerin. Wie wir das so oft gesehen haben in dieser Saison. Fast spielerisch. Ganz leicht sieht das aus. Und die Präsenz oben lassen. Schön oben bleiben. Sie ist ja eine sehr starke, die Norwegerin. Die ist eh so angeschlagen. Komm, aufgehst. Der Übergang ist wichtig. Komm, Lena, aufgehst. Over. Und schieb nochmal. Und nochmal. Ja, der Übergang ist wichtig. Das Tempo mitnehmen. Ganz, ganz wichtig für Magdalena Neuner. Die richtig an diesem Anstieg explodiert ist. Noch einmal schneller geworden ist, denn die Frequenz erhöht hat. Sieht sehr gut aus bei Magdalena Neuner. Kusmina 32,2 Sekunden hinter der Führenden, hinter der Französin Dorin Aber. Olga Saltseva, Helena Ekholm für Schweden unterwegs. Dann Daria Domracheva auf der 8. Position vor Tschechien auf 9.
Also das Ganze, wie angesprochen, hat sich schon so sortiert, wie es zu vermuten war. Und jetzt auf den Leinwänden dieses Bild, das auch Sie zu Hause sehen können. Und dieses fachkundige Publikum hat natürlich registriert, dass jetzt die nächste Gegnerin schon vor Augen ist. 800 Meter noch etwa vor dem Ziel und sie kämpft, sie beißt, schauen Sie mit weit offenem Mund. Gibt hier alles, Magdalena Neuner. Dort hinten haben wir die Französin, da haben wir Marie-Laure Brunet, die 23-jährige Französin. Und dort steht bereits Simon Fourcade, der erste der beiden Brüder. Im Übrigen zu Hause in Frankreich, in Villard-de-Lans, der Nachbar von Marie-Dorin Aber. Und jetzt übergibt sie gleich an eben jenen. Andreas Birnbacher steht bereits für die deutsche Staffel, aber das sieht doch schon wieder wesentlich besser aus für das deutsche Team. Marie-Dorin Aber übergibt an Simon Fourcade, den Mixed-Weltmeister von 2009. Und Magdalena Neuner, auch sie nach sehr, sehr starkem Rennen, einem sehr bewussten Rennen, hat die Mannschaft wieder nach vorne gebracht, auf die zweite Position. Und schauen Sie hin, es sind nur noch 7,2 Sekunden. Gefolgt Andreas Birnbacher von Ole-Einer Bjørndalen. Also auch der hier gesetzt. Und schauen Sie auf dieses Bild, das sieht man gar nicht allzu oft bei Magdalena Neuner. So ausgepumpt im Ziel. Er holt sich immer sehr, sehr schnell. Hier kommt die russische Staffel, Olga Saitseva. Und die übergibt an Dmitri Malyshko. Magdalena hat auf die Norweger über eine Minute gut gemacht. Also das ist schon ganz hervorragend. Und jetzt eben auf die Spitze, du hast es gesagt, nur noch ein paar Sekunden, 8,6 Sekunden oder 7 Sekunden waren es ja nur noch, 7,2. Also das war schon ein ganz hervorragender Lauf von Magdalena Neuner. Barbora Tomisova für Tschechien übergibt dann Andrej Moravec, den 27-Jährigen. Für Schweden jetzt Björn Ferry unterwegs. Und mit der Startnummer 24 die Rumänen. Sie wechseln von Luminita Piscoran auf Stefan Gavrila. 27 Staffeln hier am Start. Insgesamt für diese Weltmeisterschaften ja 45 Nationen gemeldet. Teilnahmerekord. Ja, und noch immer ist dieses, na, so langsam kommt es zurück, dieses Lächeln aus der Anstrengung heraus. Geht's gleich rein, ein paar warme Sachen anziehen. Und dann, denke ich, werden wir auch Sie am Mikrofon hören können. Simon Fourcade. Und schauen wir mal da hinten rüber, wo Andreas Birnbacher ist. Da haben wir die bessere Perspektive. Das ist der Abstand zwischen Frankreich, der führenden Staffel, und Deutschland an Position 2. Ja, und die Männer, die laufen ja ein wenig weiter, 2,5 Kilometer. Und da können wir kurz reinschauen. Ja, diese Strecke 2,5, die hat es schon in sich. Vor allen Dingen hier sehen wir sehr schön die Anstiege, um die es geht. Sind insgesamt 3 Anstiege, die wirklich recht reinhauen. Maximaler Anstieg, das ist der Höhenunterschied nur von 18 Meter. Vom tiefsten zum höchsten Punkt, die Höhendifferenz 28 Meter. Gesamtanstieg auf dieser Runde 84 Meter, der dreimal zu durchlaufen ist. Und hier sehen wir schon die Knackpunkte da hinten an der sogenannten Fischbachwende, Fischbachschleife. Da geht's arg auf und ab. Und zurück ins Rennen hier unten, Andreas Birnbacher. Und schon eine Überrundung mit der Startnummer 17. Die Chinesin Joaquin Song, die da noch unterwegs ist. Während hier für diese führenden Staffeln schon die ersten Herren sich auf den Weg gemacht haben. Dreimal 2,5 Kilometer. Rückstand 7,2. Ja. 6,5. Also nicht viel passiert. Ja, er schiebt sich ganz, ganz minimal ran. Und da kommt Ole-Einer Bjørndalen. Und wir lassen Sie einen Moment alleine mit den Bildern. Jedes Wetter zu jeder Zeit. Willkommen in X-Drive Mountain, dem Ort mit den extremsten Wetterbedingungen der Welt. Hier gibt es Regen, Schnee, Eis, Hagel und manchmal alles zusammen.
Doch zum Glück gibt es X-Drive, das intelligente Allradsystem von BMW. Und heute sehen wir nur noch im Museum, wie man früher versucht hat, das Wetter zu meistern. X-Drive, das intelligente Allradsystem von BMW. Jetzt in über 50 Modellen. Und zurück mit Andreas Birnbacher um diese enge Kehre herum. Jetzt sind es nur noch 5,5 Sekunden. Also so Zentimeterchen um Zentimeterchen schiebt er sich ran. Und Ole Einar Bjørndalen 19,2 zurück. Auch er. Nein, er verliert. 2 Sekündchen, genau. Clement Bauer für Slowenien auf Position 4. Björn Ferry dahinter, der Schwede. Ja. Und der Russe ist und auch dann schon der da. Russe, genau, die Überraschung vielleicht im russischen Team. Dort gibt es ja eine knallharte Auslese. Dmitri Malischko in diesem Jahr erst ja zur Mannschaft gekommen. Und Andreas, in der 1-1er-Technik geht er hier diesen Anstieg, den Schießstandberg vor dem Schießplatz hoch. Und hat den Franzosen, hat Fourcade, Simon schon fast eingeholt. Da kommt er. Bleibt tief unten, ohne Stöcke arbeitet er hier, findet den Anschluss zu Simon. Und die beiden können jetzt zum ersten Mal das genießen hier, wenn es denn geht, das genießen. Andrea Henkel hatte ja vor dem Rennen gesagt, das ist kein Stress, das ist purer Spaß. Das ist WM, da wollte ich hin, hier bin ich. Und so denken sie auch alle. Und für Andreas Birnbacher ja noch dazu die Heimwehr. Ja, Andreas muss jetzt das Liegenschießen sauber überstehen. Stehend ist er ein ganz hervorragender Schütze. Wenn es mal hakt, dann am Liegenschießstand. Aber man sieht sehr schön, die Bedingungen sind optimal. Sonne etwas von rechts. Er hat aber die Augenklappe rechts, ist schon bereit. Also insofern ist er da geschützt. Über Berge haben wir es gesehen. Ein kleines Pappschild. Kommt gut rein. Eine noch. Super. Andreas Birnbacher geht in Führung. Der Franzose hat noch nicht begonnen. Norwegen mit Fehler. Ole Einar Bjørndalen. Jetzt auch Simon Fourcade. Vorteil für Deutschland. Unglaublich. Welch eine Leistung. Schauen Sie. Der Norweger, der Franzose, beide treffen die Scheibe nicht. Und jetzt läuft die Zeit zugunsten der deutschen Staffel. Gut 10 Sekunden dauert das in etwa, so ein Nachlader. Ole Einar Bjørndalen kann sich auf den Weg machen. Frankreich hat schon mit großen Problemen. Ja. Hat auch keine Augenklappe rechts. Kann sein, dass ihn die Sonne hier wirklich stört, dass er fast keine Konturen erkennen kann durch seinen Diopter. Er hat 3 Nachlader für 3 Scheiben, Simon Fourcade. Die erste hat er geschafft, getroffen. Auch die weiteren Staffeln, schauen Sie, wie viele Scheiben da stehen bleiben. Und vorneweg Andreas Birnbacher und Sie hören im Hintergrund vielleicht, da singen sie schon, oh wie ist das schön, aber das ist noch ein langer, langer weiter Weg hier. Knappe halbe Minute hinter dem deutschen Quartett, Ole Einar Bjørndalen. Dann schon mit kräftigem Abstand, Weißrussland, Sergej Novikov 45,6 Sekunden, Slowenien schon eine knappe Minute, ebenso wie Russland mit Dmitri Malischko. Und 1:07 hat Fourcade verloren am Schießstand. Das muss man sich mal geben. Sehr viel Zeit, da ist gar nichts gelaufen. Da wird er sich fürchterlich ärgern. Ja, und es ist wirklich auch dieser Lichtwechsel. Wir haben das beim Anschießen ja schon beobachten können. Da war mal Sonne, da war mal Schatten. Das verändert plötzlich das gesamte Bild, das, was der Athlet sieht. Die Scheiben werden ja nicht vergrößert. Und hier haben sie diese Unterschiede. Schauen Sie, die hinteren Matten liegen eher im Schatten. Hier vorne auf den ersten Positionen scheint die Sonne rein. Also Frankreich zurückgefallen auf den 7. Rang. Das Trefferbild von Andreas Birnbacher. Oh, Glück hier. Ja. Randtreffer und der letzte links hoch. Aber es hat gepasst. Sehr schnell, viel Risiko. Perfekt.
Auch das gehört dazu, das Quäntchen Glück, das braucht man in diesen Rennen. Ha, ihm ist richtig die Anspannung anzusehen, Rico Groß. Auch er gehört ja zu den Medaillengewinnern, gleich bei der ersten WM, Dritte gewesen. Und jetzt können wir hier richtig viel erwarten. Große Hoffnungen hat er geweckt, Andreas Birnbacher. Du hast es gesagt, stehend schießen ist er eigentlich eine Bank. Und da vorne ein weiterer Läufer oder eine weitere Staffel, die er gleich überrunden wird. Kann sein Rennen jetzt vorneweg gestalten. Diesen Anstieg, den ist er schon, ja, ich sag's, tausende Male hochgelaufen. Denn der ist auch im Sommer auf der Skirollerbahn. Da drunter ist die Rollerbahn und jetzt... Herr Wolfgang, was so aufgeht, aber hoa! Bernhard, das ist eine halbe Minute Vorsprung vorm Ole. Komm, auf geht's, das schaut super aus. Komm, Bernhard, schön konzentriert bleiben. Auf geht's, hoa! Und da haben wir den Angesprochenen, da haben wir Uleiner Bjørndalen. Da ist ihm die Kette schon rausgerutscht aus dem Anzug. Wird sicher ein wenig nerven, Uleiner Bjørndalen, der 38-jährige erfahrenste in diesem Feld. Und legt ein sehr hohes Tempo vor, denn Andreas Birnbacher hatte 29,3 Sekunden, jetzt schon 4 Sekunden gut gemacht. Rechts, der ist überrundet, Slowenien, ja. Clement Bauer ist der Dritte. Genau, aus Litauen, der Mann mit der Startnummer 16. Da sind Bewegungen drin. Ja, super. Das bist du gar nicht gewohnt. Aber ja, vielleicht haben Sie diesen Kommentar von Rico Groß aufschnappen können. Ganz schön Bewegung drin. Hier kommt Schweden mit Björn Ferry. Und dahinter Simon Furkat für Frankreich auf den Plätzen 6 und 7. Die Schweden ohne Karl-Johan Bergmann. Mit Björn Ferry. Und am Ende wird es dann Frederik Lindström sein, der so stark in diese Saison gekommen ist, der 22-Jährige aus Östersund. Den werden wir dann gegen Arndt Peiffer erleben. Frequenz erhöht, 1-1er Technik, kraftvoller Läufer aus den Beinen heraus. Andreas Birnbacher immer wieder toll anzuschauen. Und hier haben wir vorhin von Sven Fischer gelernt, in der 1-1er Technik diesen Anstieg hochlaufen, damit man die Oberschenkelmuskulatur etwas schonen kann, damit man im stehenden Anschlag etwas mehr Kraft hat, etwas mehr Stabilität. Aber diesen Anstieg 1-1 hochzulaufen, das muss man schaffen. Also normal Sterblicher kann das nicht. Und schon gar nicht in diesem Tempo und so kraftvoll, wie uns das Andreas Birnbacher gerade eben demonstriert hat. Klasse Stimmung, prächtige Kulisse bei diesem ersten Rennen gleich. Bei dieser Mixed-Staffel. Und das Ganze wird natürlich noch gepusht und hochgetrieben vom Auftritt der deutschen Mannschaft. Magdalena Neuner hat sie zurückgeführt und er dann an die Spitze sogar gebracht. Andreas Birnbacher. So, stehender Anschlag, große Scheiben, Anspannung wächst, Daumen drücken. Ja, unglaubliche Vorstellung von Andreas Birnbacher. Das musst du bringen, mein lieber Mann, bei einer Weltmeisterschaft. Wenn sie plötzlich hinter dir, sie tragen dich ins Stadion, dann werden sie mucksmäuschenstill und du weißt genau, die warten auf mich. Und dann eine solche Leistung. Uleiner Bjørndalen mit Fehler, zweiter Fehler. Na, da stehen noch drei Scheiben. Ja, der hat erste, eine rausrepetiert offensichtlich, oder? Nein, ich glaube, der erste war gar nicht auf der weißen Metallscheibe. Ja, jetzt hat er noch Chance jetzt auch wieder für Russland, für Slowenien. Alle lassen sie hier federn. Uleiner Bjørndalen, eine Strafrunde für Norwegen. Durch den Erfahrensten.
Slowenien ist durch. Schauen Sie auf die Uhr. Schon eine Minute jetzt, der Vorsprung für Andreas Birnbacher. Unglaublich. Weißrussland hat alles getroffen. Und in der Strafrunde Ole Einar Bjørndalen. Jetzt kommt er hier zurück auf die Strecke, auf die letzten 2,5 Kilometer. Und das wird ihn mächtig, mächtig wurmen. Diese Strafrunde, dennoch der dritte Rang für Norwegen. 1,10 knapp der Rückstand auf die führende Staffel aus Deutschland. Was macht Simon Fourcade? Wieder Nachlader gefragt. Auch für ihn droht jetzt die Strafrunde. Er muss treffen. Sonst heißt es 150 extra Meter für Frankreich. Ja, gleiches Missgeschick wie für Norwegen. Simon Fourcade muss in die Strafrunde. Also einer der Favoriten strauchelt hier. Ja, man merkt schon, dass hier ganz besonderer Druck herrscht. Also die wollen hier alle ihr Bestes geben. Und man sieht aber an diesen Nachladebewegungen, an diesen hektischen Bewegungen, die sie alle machen, das ist heute ganz was Besonderes. Der stärkste Mixstaffelfeld aller Zeiten und da wollen sie natürlich nicht versagen. So, und wir haben es gesehen nochmal. Deutschland führt also vor Slowenien und Norwegen. Und eine, die dafür gesorgt hat, dass die Chancen so deutlich gestiegen sind, war Magdalena Neuner. Und die haben wir jetzt am Mikrofon. Bitte. Ja, Magdalena, was für ein grandioses Rennen. Von 6-2 haben Sie die deutsche Mannschaft wieder zurückgebracht ins Spiel um die Medaillen. Kann es sein, dass Ihnen die Rolle als Verfolgerin ganz gut liegt? Na gut, am Ende muss ich, egal wie es steht, mein Rennen machen. Und das habe ich versucht. Es war schon aufregend heute. Das allererste Rennen heute in Ruppolding, gleich die Staffel. Und ein bisschen zittern war da schon mit dabei. Aber ich denke, ich habe es gut gelöst. Bin noch fast an die Französin rankommen. Und das war jetzt gut, so das erste Rennen zum Reinkommen. Und der Andi macht ja einen grandiosen Job. Also ich denke, wir haben richtig gute Chancen, heute ganz oben zu stehen. Ja, unsere Kameramänner haben ein ganz schönes Bild eingefangen, direkt nachdem sie ins Ziel gekommen sind. Ich hatte den Eindruck, so kaputt habe ich sie selten gesehen in diesem Winter. Stimmt das? Ja gut, es ist WM. Also ich meine, es ist klar, man gibt alles, wirklich alles. Also ich meine, das machen wir in die anderen Rennen auch. Aber es ist halt einfach, man versucht, den anderen wirklich was mitzugeben. Jede Sekunde zählt da. Und ja, wie gesagt, schlafen ist jetzt nicht angesagt. Wenn so Nachlader passieren, was machen die mit einem, psychisch gesehen? Ja, ist okay. Also ich meine, es ist ja ein gutes Gefühl, dass man weiß, selbst wenn ein Fehler passiert, man hat drei Nachlader. Es wird natürlich schwieriger, weil man länger steht. Und gerade hier in Ruppolding, wo der Einlauf schon relativ leicht ist, fängt die Nähmaschine ein bisschen schneller an. Da muss man versuchen, durchzuziehen. Ich habe versucht, da auch auf Risiko zu gehen und nicht viel Zeit zu verlieren. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Wie geht's aus? Ich glaube, dass Deutschland Gold gewinnt. Dann gucken wir mal. Vielleicht behalten Sie recht. Das wäre ja schön. Dankeschön. Eine andere Ansage hätte mich fast enttäuscht jetzt von Magdalena Neuner. Fritz Fischer noch einmal einen kleinen Anschub für Andreas Birnbacher. Und in jeder Facette dieser Mixed Shuffle ist zu erkennen, es ist WM. Die Kulisse stimmt, die Leistung stimmt. Und zwar nicht nur der deutschen Staffel, sondern insgesamt. Auch Magdalena Neuner hat das jetzt wieder bestätigt in ihrer Aussage. Da gibst du einfach die paar Prozent noch einmal obendrauf und schaust, was irgendwo an Körnern zu finden ist im Körper und haust alles raus. Und das Tempo ist sehr hoch auf der letzten Runde. Gott sei Dank kann man nichts gegen Andreas Birnbacher gut machen, außer der Slowene Bauer hat 4 Sekunden gut gemacht. Das wissen wir, er ist ein starker Mann, aber da brauchen wir vor dem Vierten keine Angst haben. Komm, das letzte Stück noch. Komm, Björn, auf geht's. Und rüberziehen. Frequenz hochlassen. Komm, zieh drauf. Komm, Björn, auf geht's. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Jetzt in der Phase, wo es anfängt weh zu tun, tut das noch mal ganz gut, wenn der Trainer am Rande steht und sagt, komm jetzt, schlaf nicht ein hier, zieh drüber. Das darf man nicht unterschätzen, dass da hier und da noch einer steht und noch einmal den berühmten Tritt verteilt. Und Andreas Birnbacher wird hier gleich übergeben mit einem komfortablen Vorsprung von 1 Minute an Arndt Peiffer, den Schlussläufer der deutschen Mixed-Staffel, der ja richtig gut in Form gekommen ist im Verlauf der Saison. Und die sind hier schon schier aus dem Häuschen gleich zu Beginn dieser Weltmeisterschaften in den verschiedenen Disziplinen. Also, jetzt kann das angehen. Arndt Peiffer, der letzte Läufer der deutschen Mixstaffel, ist unterwegs. Gratulation schon jetzt
für Andreas Birnbacher bzw. an seiner Adresse. Tolles Rennen abgeliefert, tadellos. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Mit so einer Leistung zum Beispiel im Sprint am Wochenende, da wäre ja auch mit Sicherheit dabei, ganz vorne dabei, der Andreas. Also lässt auch hoffen jetzt für die nächsten Tage. Absolut, da weiß man, die Form stimmt. Man hat sich reingefummelt und er ist ja so etwas wie der Mr. Massenstart. In diesem Jahr schon 2 Rennen dieser Disziplin gewonnen. Eines auf dem 2. Platz absolviert, also, und bestätigt hier seine Form aus dem Saisonverlauf als 2. Und das ist vielleicht so eine klitzekleine Überraschung bis hierhin. Wechselt Slowenien. Clement Bauer übergibt dann Jakob Fack. Auch das ein guter Mann. Also, die können hier durchaus den Podestplatz halten. Mit Sicherheit, da habe ich mich vorher vielleicht etwas zu defensiv ausgedrückt. Fack ist ein absoluter Weltklasse-Mann und der kann hier vorne um diese Medaillen durchaus mitkämpfen und auch das Rennen bestimmen. Aber ich weiß, wer was dagegen hat. Das wird nämlich sein Emil Hegle-Svensson, der jetzt auf die Reise gegangen ist für Norwegen, und Anton Schipulin für Russland. Das sind die Plätze 3 und 4. Ulainer Bjørndalen in frisch lackiertem WM-Gewehr in knalligen Rot. Am Boden zerstört mit einer Strafrunde hat er seiner Mannschaft geschadet, die mit einem Rückstand von 1 Minute und 10 Sekunden jetzt auf Deutschland mit dem letzten Läufer, mit Emil Hegle-Svensson, ins Rennen gegangen ist. Ja, irgendwas scheint da nicht zu passen. Es wurde hier was dokumentiert. Eine Scheibe, vielleicht gab es da einen Einspruch von wem auch immer. Für was auch immer, das kann man jetzt aus der Distanz nicht feststellen. Ja, dass die Trainer und der Athlet vielleicht den Eindruck hatten, dass die Scheibe hätte fallen müssen, dass es ein Treffer war. Ja, es ist natürlich schon so, dass wenn so ein Geschoss auseinanderprallt bei einem Randfehler oder Treffer, das sehr viel Lack abspritzen kann. Und dann hat der Trainer den Eindruck, ja, da war doch viel mehr getroffen. Aber es ist einfach nur mehr Lack abgespritzt, weil eben die Patrone so, das Geschoss so glatt aufgekommen ist. Also das muss nicht immer was heißen, wenn der Trainer den Eindruck hat, es ist hier was falsch gegangen. Schauen wir nochmal aufs Tableau. Also die große Führung mit großem Abstand folgt Slowenien dem deutschen Quartett, dann auf dem 3. Rang Norwegen vor Russland. Und die Vermutung war richtig, wir haben es gerade gehört aus der Regie, also der Protest von Norwegen. Ulainer Bjørndalen hat wohl offensichtlich zumindest den Eindruck, eine Scheibe getroffen zu haben. Das war die erste, die wir nicht gesehen haben, auch wo der Schuss hingegangen ist. Auf geht's, Fehlang bleiben, schön dein Rennen finden, auf geht's an. Aber offensichtlich war nichts zu erkennen an der Scheibe, dass er sie getroffen hat. Also vielleicht ist in dieser Schuss wirklich auch rausgegangen und vorbei an allem, an jedem Ziel. Gut, es kann sein, dass der Trainer beobachtet hat und die Scheibe ist einfach nicht gefallen. Kann auch sein, wir werden es hier jetzt nicht auflösen können. Und daran wird es auch nicht liegen, dass die deutsche Mannschaft hier derart in Führung liegt. Auch dann ohne die Strafrunde wäre es eine gute halbe Minute gewesen. Aber klar, wäre ein Nachteil und wird sicher aufgelöst. Mal die Perspektive hier, ein etwas ruhigerer Teil für die Athleten. Und deshalb steht da auch der Trainer, der dann ein wenig für die Musik sorgt und für die Anfeuerung. Arndt Peiffer also, er hat gesagt, das ist kein Selbstläufer, diese Mixstaffel, bei der Leistungsdichte. Rückstand gleich auf Slowenien, ja, beziehungsweise Vorsprung natürlich. Und Norwegen hat sich auch nichts geändert, ein Sekündchen, nicht ganz. Also alles wie beim Wechsel. Also vieles spitzt sich einmal mehr zu, was Arndt Peiffer am Schießstand zeigt. Jawohl, Bere, komm, auf geht's. Bahn 1, die Matte immer noch in der Jawohl, Sonne. Das schaut gut aus, super, so auf geht's, schön lang bleiben. Jawohl, das könnte jetzt 50, auch beim Liegenschießen noch so bleiben, denn so hat er auch angeschossen. Da hätten wir jetzt nichts dagegen, wenn die Sonne so noch 2 Minuten warten könnte, bis sie den Stand 1 dann verlässt. Arndt Peiffer, Sprintweltmeister aus dem vergangenen Jahr.
So, Rico Groß hat seinen Job erledigt. Und auch bei den letzten drei Medaillen einer deutschen Mixstaffel war Arndt Peiffer beteiligt. Viel Tempo hier. Nimmt er mit in die Kurve, rein ins Stadion. Klar, durch die Heimweltcups jeweils in Oberhof und auch hier in Ruppolding kennen sie diese Kulissen. Zum ersten Mal allerdings in Ruppolding 16.000 auf der Tribüne und einer davon ist jetzt schon Andreas Birnbacher, der sich das hier natürlich genau anschauen wird. Und gefühlt sitzen die dir genau im Nacken. Du hast das Gefühl, die sind jetzt 2 Meter hinter dir. So, schauen wir mal. Bahn 2 gesperrt. Ja. Komm. Glück gehabt. Ja, der war wieder mitten rein. Ganz ruhig bleiben. Ja, ja. Sehr gut. Ruhe bewahrt. Noch ist keiner da. Arndt Peiffer behält einen großen Vorsprung. Mit diesem einen Nachlader nichts passiert. Läuft weiterhin prächtig für das deutsche Quartett. 24-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld. Schießt schnell, Jakob Fack. Boah, der hat riskiert. Alles richtig gemacht. Svensson. Vitora Berger mit Sichtschutz gegen die Sonne. Auch er trifft alle 5 Scheiben. Cipulli mit Fehler. Auch Schweden. Auf Fredrik Lindström. So, der Russe also jetzt, der nächste Verfolger. Auch die Schweden wieder unterwegs. Und wir hören mal runter. Andreas Birnbacher bei uns, bitte. Ja, Gratulation zu einem großartigen Rennen. Vor allen Dingen zwei tolle Schießen. Haben Sie da gar keine Nerven? Ja, doch Nerven habe ich, denke ich, wie der andere auch. Aber heute habe ich mich echt super gefühlt im Schießen. Überhaupt keinen Wackler gehabt. Und bin froh, dass ich es so geschafft habe. Vor dem Publikum ist es nicht so leicht. Sie sind ja hier zu Hause in Ruppolding. Ist das für Sie denn nochmal eine besondere Freude oder eben auch besondere Anspannung, sozusagen als Heimspiel hier in die Arena zu laufen? Ich sage mal ein bisschen von beiden. Es ist natürlich eine Freude, vor dem Publikum zu Hause zum Laufen, aber man mag es natürlich auch besonders gut machen und ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dass die Anspannung nicht so klein ist. Wir haben jetzt beide eben auf das Schießen von Arndt Peiffer geguckt und auf das der Konkurrenten. Was sagt uns das? Was sagt Ihnen das? Schafft die deutsche Mannschaft die Goldmedaille? Ja, wir hoffen es auf alle Fälle, aber solange es nicht im Ziel ist, kann alles passieren. Also bei Staffeln kann alles passieren, aber wir haben vollstes Vertrauen zum Arndt und ich denke, dass er das durchbringt. Dann gucken wir uns mal weiter das Rennen, dann sind wir gespannt. Vielen Dank. Ja, und vielleicht haben Sie es im Hintergrund gesehen, die beiden, die sich dort kurz abgesetzt haben, beiden Staffeln. Aber wir müssen noch unterstreichen, Arndt Peiffer, der hat 20 Sekunden verloren am Schießstand, weil die beiden anderen viel riskiert haben, sehr schnell getroffen haben. Und zwar alle 5 Scheiben, während Arndt Peiffer hier nachladen muss. Unten links sehen Sie der Rückstand, also jetzt 39,5 Sekunden. 50,1 Sekunden ist der Vorsprung auf Norwegen. Schöner Blick hier nochmal hinein in die Chiemgau Arena und das Ganze noch einmal in schriftlicher Form. 7 Nachlader bislang für die deutsche Mannschaft. Die Russen, schauen Sie, mit 5 unterwegs. Und das ist das Auge, das rechte von Arndt Peiffer. Ja, und ein Nachlader ist immer drin, gerade in der Staffel. Ja, rechts tief der Fehler. So, und jetzt das eigene Tempo laufen, nicht wild machen lassen. Zum Stehenschießen hin nochmal sauber arbeiten, dann super, geht das. Auf geht's, jawohl, klasse, auf geht's. Arndt, das schaut super aus, komm, auf geht's, jawohl, stehen anbleiben. Komm, Arndt, auf geht's, hover, jawohl. Und hier, hover.
Also der Vorteil ganz klar bei der deutschen Mannschaft bei noch einem ausstehenden Schießen. Und dann einer letzten Runde und Arndt Peiffer, der mittlerweile im Verlauf der Saison wieder aufgeschlossen in der läuferischen Form. Die Mannschaft war ja jetzt noch einmal in Ridnaun. Ganze Woche über hier der Zweikampf Slowenien vorneweg und hinten dran Emil Hägle-Svensson. Wir schauen auf die Uhr, die kommen zur Zeitnahme jetzt. 39,5 Sekunden war der Vorsprung und er ist sogar etwas größer geworden, zumindest auf den Slowenen. Er hat sich verringert auf Emil Hägle-Svensson. Genau, da war der Vorsprung 50 Sekunden. Also der konnte ein wenig Zeit gut machen, schiebt sich damit natürlich auch heran an den Slowenen. Und prekär ist, es könnte eine Zeitgutschrift für Norwegen geben, aus dem Problem raus, das wir vorhin gesehen haben bei Ole Einar Bjørndalen. Wir wissen noch nicht genau wie viel, aber in etwa würden das 10 Sekunden sein. Also das wird noch spannend. Ja, und dieser Protest, der läuft auch noch. Hier unten links sehen Sie es, Klaus Pichler ist der Bruder, der Bürgermeister, der verantwortlich ist für diese große Veranstaltung hier in seiner Heimatgemeinde. Und Weißrussland, Evgeny Abramenko. Komm, auf geht's, super! An sechster Position. Bleiben, das schaut gut aus. Komm, auf geht's! Nach hinten alles gehalten. Komm, auf geht's, super, auf geht's, over! Das war die Ansage von Rico Groß, dass die Zeitabstände in etwa geblieben sind. Das gibt auch ihm ein gutes Gefühl, dass er schnell unterwegs ist, sich vorbereiten kann jetzt mental aufs abschließende Stehenschießen. Er darf jetzt nicht überziehen, er muss ein ganz normales, sicheres Schießen machen. Ja, was in seinem Kopf rumgeht, ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aber er sollte nichts besonders machen. Einfach versuchen, es so zu machen wie im Training. Am besten sollte gar nichts vorgehen in seinem Kopf, außer der vollen Konzentration. Das ist es eben. Du sollst überhaupt nicht nachdenken, aber dann kommt eben diese Kulisse ins Spiel. Und das Bewusstsein, es hier in Händen zu halten mit diesem Schießen. Die erste Goldmedaille für die deutsche Mannschaft bei diesen Weltmeisterschaften in Ruppolding. Arndt Peiffer, auf ihm lastet jetzt der Druck. Und sie können nur aus der Ferne zuschauen, das sieht man überhaupt gar nicht sonst. Der knabbert da am Riemchen des Stockes. Rico Groß. Mucksmäuschenstill ist es für Arndt Peiffer. Es geht um Gold. Jetzt wird's eng. Klar, sind auch die anderen noch gefragt, aber zwei Nachlader. Oh je. Jetzt muss er treffen mit beiden Patronen, beide Scheiben, sonst geht's in die Strafrunde für Deutschland. Ah! Strafrunde für die deutsche Staffel durch Arndt Peiffer. Svensson verfehlt eine Scheibe, auch der muss nachladen. Der Slowene trifft. Gibt es hier doch die große Überraschung? Slowenien als Weltmeister. Zwei Nachlader für Emil Hägle-Svensson. Rechts unten sehen Sie Arndt Peiffer in der Strafrunde. Fuck ist weg. Ein schneller Mann, wir haben es gesagt. Jetzt kommt Arndt Peiffer zurück, dicht gefolgt von Emil Hägle-Svensson. Das wird eine Schlussrunde hier. Die Schweden sind mit diesen zwei Nachladern raus. Auch Russland noch gar nicht begonnen. Da vorne die drei, die sind's jetzt. Ja, und Norwegen läuft um Gold. Wir haben eine Zeitgutschrift von 25 bis 30 Sekunden für Norwegen. Das hören wir jetzt. Und wenn man das ansieht, oh je, das ist natürlich jetzt eine Situation, wie sie einfach schlecht ist. Also ganz kompliziert. Es ist auch nur ein Soll. Es ist noch nicht definitiv so, diese Zeitgutschrift. Das macht es natürlich jetzt ganz schwierig in der Bewertung dieses Rennens. Und schauen Sie, Magdalena Neuner, die hat gebetet hier quasi. Und das miterleben müssen, das anschauen müssen. Beste Voraussetzungen für Arndt Peiffer. Und dann die Strafrunde, wie vorher schon, für
für Norwegen und auch schon für Frankreich. Und ob die für Norwegen eben berechtigt war, darum geht es in den Protests. Und da hinten schon Emil Hägle-Svensson auf den Spuren von Arne Pfeiffer. Ist ihm hier die Goldmedaille aus der Hand geglitten und sollte Slowenien der Nutznießer sein. Jakob Fack, der 24-Jährige, ist jetzt in der besten Position. Und die Norweger, die rechnen hier, die schauen noch mal hin. Arne Pfeiffer mit Emil Hägle-Svensson im Rücken. Also die Medaillen, die sind verteilt in dieser Mixed-Staffel. Aber wer bekommt welche? Und immer noch das Fragezeichen hinter dem Protest der Norweger. Sollte es zur Zeitgutschrift kommen, würden sie schon ganz vorne liegen. Sozusagen in der Blitztabelle. Aber ein richtig gutes Rennen abgeliefert von Beginn an. Andrea Mali, Teja Gregorin, Clement Bauer und jetzt Jakob Fack. Die beiden Herren haben die slowenische Staffel ganz nach vorne geführt. Bislang noch ohne Medaille bei den Weltmeisterschaften. Den bisherigen 8 an der Zahl in der Mixed-Staffel. Er hat die WM des Vorjahres ja verpasst, hatte sich Erfrierungen. Schauen Sie, er wird hier nachgratuliert. Ja, ja. Scheint so zu sein, also dann wäre es offiziell. Ja. Aber wir fragen lieber noch mal nach. Das scheint aber die Gratulation gewesen zu sein. Und Arne Pfeiffer sieht sich hier der Attacke von Emil Hägle-Svensson ausgesetzt. Auf geht's, Hauber, Hauber! Jawohl, komm, auf geht's, Hauber, auf geht's! Jawohl, und auf geht's, Hauber, komm durchkämpfen, auf geht's, Hauber! Jawohl, und langziehen, schön lang werden wieder, Hauber, auf geht's! Das wird wohl der dritte Platz werden. Ja, aus dem Saisonverlauf heraus wissen wir, kennen den Punch, den Emil Hägle-Svensson da am Ende noch bringen kann. Da hat er bislang noch jeden abschütteln können auf den letzten Metern. Da oben kommen die beiden, hier vorne der Erste, der wird gleich überrundet werden. Aber es ist die erste Medaille für die deutsche Mannschaft. Ich denke, sie werden einen Moment enttäuscht sein. Ihr Zweikampf von oben kurz gesehen und das ist der Führende. Also, dann hätten wir doch die Überraschung. So, jetzt sehen Sie ihn, den Slowenen. Hier läuft man sich entgegen. Arne Pfeiffer hält dagegen. Aber wir kennen den Norweger so. Der hält sich gerne so in der zweiten Position im Windschatten. Jetzt werden Sie ja noch kurz aufgehalten. Und dann am Ende seine Sprintstärke ausspielen zu können. Und Jakob Fack, der wird sich das hier nicht nehmen können. Im Oktober hatte er noch einen Unfall mit den Skirollern, noch eine schwierige Verletzung gehabt, hat sich zurückgekämpft im Verlaufe der Saison. Momentan 19. im Weltcup, aber hier mit perfektem Rennen. Und jetzt die nächste Attacke von Emil Hägle-Svensson. Doch schon früher, er wartet nicht bis in den Stadionbereich hinein. Jetzt dranbleiben, Mann, komm, auf geht's. Nicht locker lassen, nicht locker lassen, komm, jetzt gleich dran. Komm, Mann, auf geht's, Hauber. Jetzt dranbleiben, komm, Hauber, auf geht's. Und zieh wieder ran, auf geht's. Das ist die Devise, den Frust abschütteln, der Strafrunde, dranbleiben, kämpfen. Und hier in trauter Runde die norwegische Staffel, die Läufer, die bisher unterwegs waren, im Gespräch mit Magdalena Neuner, Tora Berger haben wir da gesehen, Ulla Einer, Björn Dahlen. Und Jakob Fack, der müht sich da in Richtung Ziel, aber es wird wohl doch nur Silber werden für Slowenien. Gratulation aber an das Quartett. Erste Medaille für sie in einer Mixstaffel bei einer WM. Lässt sich hier feiern von den 16.000, völlig zu Recht. Aber der Sieg, der geht wohl an Norwegen. Emil Hägle-Svensson hat Arne Pfeiffer überholen können. Der wird jetzt richtig bedient sein, der Deutsche, nach dem Missgeschick. Aber das müssen sie abschütteln. Wichtig ist, dass die Medaille steht gleich am ersten Tag. Das nimmt ein wenig den Druck für das gesamte Team. Und schauen Sie, der Trost, der ist ihm gewiss, seiner Kameraden.
Es ist so richtig bitter. Wenn du ein Einzelrennen vergeigst, dann kannst du dich vergraben. Aber wenn du eine Mannschaft so um den Lohn bringst und eine Medaille, das wird ihm schon bewusst werden, ganz schnell, ist schon ein guter Lohn, ein großer Lohn. Aber es hätte eben auch Gold sein können für die deutsche Staffel. Alles war bereitet für den Schlussläufer, für Arndt Peiffer. Und das sind die, heute darf man es wirklich sagen, strahlenden Sieger. Also der Protest hat sich gelohnt, war berechtigt. Gold für Norwegen in der Mixed-Staffel. Sie haben also den Titel des Vorjahres aus Hantimansisk wiederholt. Den Titel verteidigt die Weltmeister aus Norwegen zweimal nacheinander. Fünfter Platz für Russland. Auch die sicher mit großen Ambitionen finden sich eben neben dem Podest wieder, wie auch Schweden. Gutes Rennen für Weißrussland. Nadezhda Skardino, Daria Domracheva, Sergej Novikov und am Ende Jewgeni Abramenko. Siebter Platz für die Slowakei. Fotofinish mit Tschechien, Italien auf dem 9. Rang. Und noch sind die Franzosen nicht im Ziel. Der 22, Simon Hallenbarter für die Schweizer. Gratulation, der Dank ans Publikum. Das ist eine tolle Stimmung und wie die Athleten es zu Beginn unserer Sendung ja alle gesagt haben, wir wollen hier Großes erleben. Sicher auch Martin Fourcade, der das Los hatte, hier hinterher laufen zu müssen. Frankreich, der große Favorit, führender gewesen im Weltcup, landet hier auf dem 11. Rang. Und damit, das nur eine kleine Randnotiz, geht der Weltcupsieg in dieser Disziplin an Russland, die nur 5 Punkte hinter den Franzosen auf dem 2. Rang lagen. Das ist heute sicher ein Nebenaspekt. Die Medaillen gehen an Norwegen, an Slowenien und ans deutsche Quartett. Die Ukraine, Andrei Derisemlia. 14. Position, das ist das Bild. Da wird es noch eine Veränderung geben. Slowenien wird hier noch geführt, also vor Norwegen und Deutschland. Vierter Platz für Schweden auf dem 5. Rang. Die mitfavorisierten Russen und die Franzosen finden auf dieser ersten Tafel gar nicht statt. Ja, die deutsche Mixstaffel ist hier noch nicht ganz komplett. Arndt Peiffer muss sich natürlich noch umziehen. Der ist noch klitschnass geschwitzt. Wir haben gesehen, sie haben ihn erstmal so ein bisschen aufgemuntert. Alle Glückwunsch zur Bronzemedaille. Es steht ja noch ein kleiner Protest aus der Norweger, aber die Bronzemedaille für Deutschland ist so ziemlich sicher. Dürfen wir erfahren, was Sie da als allererstes zu jemandem sagen müssen, bei dem das letzte Schießen dann so daneben gegangen ist? Ich weiß gar nicht, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, Arndt, super, wir haben Bronze gewonnen. Also man versucht denjenigen schon aufzubauen. Jeder von uns kennt die Situation. Also es gibt keinen hier, der es noch nicht gehabt hat. Und ich glaube, wir können wirklich, wir haben eine Medaille geschafft hier im eigenen Lande. Wir haben Bronze und ich denke, darüber sollten wir uns wirklich freuen. Und darüber kann sich bestimmt der Arndt jetzt dann auch bald freuen. Ich meine, dass man sich am Anfang darüber ärgert, ja, ist ganz, ganz normal. Aber ich denke, das wird sich legen. Ja. Stolz und freuen Sie sich auch, Andrea? Naja, es ist ja immer so eine Sache, wenn es so zum Greifen nahe war, wenn noch der Vorsprung eine Minute betrug, dann ist die Fallhöhe einfach ein bisschen größer, ne? Also ich glaube, wir hatten dieses schon ein paar Mal erlebt, dass wir beim letzten Schießen, vor allem in Staffeln, auf Stand 1 standen und dann nicht als erstes ins Ziel sind. Und von dem her war das jetzt für uns nichts Neues, aber oftmals wurden wir auch von Podest gestoßen. Das war heute nicht so. Und deswegen freuen wir uns, dass es heute nicht so war und wir eine Bronzemedaille haben. Bei Ihnen, Andreas, hat das Schießen ausgezeichnet geklappt. Können Sie schon mal versuchen zu erklären, was da passiert, wenn es dann so gar nicht funktioniert? Ja, ich habe die Situation auch schon erlebt, wenn es gar nicht funktioniert. Es hat ja nicht gar nicht funktioniert bei Arndt. Der hat ja gesagt, die Sonne hat ihn ein bisschen geblendet und das wird dann natürlich auch schwierig vor dem Publikum, wenn man nur ein bisschen so mit der Sonne ein Problem hat und so weiter und dann kommt der Druck noch dazu. Wir haben auf alle Fälle Bronze gewonnen und nichts verloren heute. Ja klar, also natürlich eine Medaille zu gewinnen ist was Tolles. Lassen Sie uns noch einen Augenblick über diese Atmosphäre sprechen hier in der herrlichen Arena. Das muss doch einen unheimlichen Auftrieb geben, vor dieser Kulisse laufen zu können, oder? Ja, auf alle Fälle. Das pusht uns natürlich. Man muss natürlich aufpassen, dass man es nicht zu gut machen will vor dem Publikum. Es ist ein gewisser Druck natürlich auch dabei. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen.
aber ich denke, wir haben es schon ganz gut gemeistert mit der Bronzemedaille. Morgen, Andrea, gibt es einen Ruhetag, also einen richtigen Ruhetag ist es ja auch nicht. Sie trainieren, wie läuft das ab morgen? Ja, wir haben getrennte Trainingszeiten, denke ich, meiner Frau. Wir haben vormittags, die Männer mittags rum. Und ja, und dann werden wir da auf jeden Fall hier erscheinen und ein bisschen locker laufen und wieder mal schießen. Und die WM kann jetzt so richtig losgehen. Sie haben ja gesagt, Lena, mit einer Medaille zu starten, das würde unheimlich viel Druck nehmen. Ist das denn jetzt auch tatsächlich passiert? Ist der Druck jetzt weg, wenn er denn überhaupt da war? Gut, das mit dem Druck, das sieht vielleicht auch jeder einfach ein bisschen anders. Der andere macht sich da vielleicht auch mehr. Klar, liegt auf der deutschen Mannschaft schon ein bisschen Druck, aber man kann es vielleicht auch positiv sehen. Und wie das Dani schon gesagt hat, man kann sich dadurch ja ein bisschen pushen lassen, auf der Strecke vor allen Dingen. Es ist schön, wir haben die erste Medaille und wir fangen jetzt an, weiter zu sammeln. Und es war auf jeden Fall ein guter Start in die Weltmeisterschaft. Genau. Wir gratulieren ganz herzlich, wünschen ein erfolgreiches Training morgen. Gucken wir mal, ob der Arn schon zu sehen ist. Ja, da ist er schon zu sehen. Den Augenblick warten wir noch. Er hat sich jetzt auch schon ein bisschen gesammelt, da bin ich ganz sicher. Arn, kommen Sie in unsere Runde. Wir haben schon mit allen darüber gesprochen. Glückwunsch zur Bronzemedaille. Hört sich das für Sie noch so ein bisschen komisch an nach dem letzten Schießen? Ja, auf jeden Fall. Also ich ärgere mich natürlich über mein letztes Schießen. Die anderen haben so toll vorgelegt. Mir einen tollen Vorsprung mitgegeben und ich hätte es natürlich gerne nach Hause gebracht. Also diese Strafrunde, die war einfach blöd und ich ärgere mich da sehr über meine Schießleistung heute. Klar ist eine Medaille schön, aber wenn man so nah an Gold dran ist, dann tut das natürlich ein bisschen weh. Aber die anderen haben ja gleich, standen ja tröstend zur Seite im Ziel. Nützt das denn auch wirklich was? Ja klar, ist natürlich nett, dass sie so tolerant sind gegenüber meiner Schießleistung heute. Und nicht, dass sie sagen, du Idiot, das ist die goldene Medaille verlaufen sozusagen. Das ist natürlich schön, wenn man da ein bisschen Unterstützung erfährt, aber ich ärgere mich einfach über mich selber heute und bin da nicht ganz zufrieden. Aber ich freue mich, dass wir gemeinsam eine Medaille gewonnen haben. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Auftakt, aber es war heute sicherlich mehr drin. Ja, wir wünschen alles Gute für die kommenden Wettkämpfe. Gratulieren ganz herzlich zur Bronzemedaille. Sehen uns sicherlich im Laufe des Nachmittags noch ein paar Mal. Herzlichen Dank und toi 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 für übermorgen für den Sprint. Ja?